Yo Leute, was geht ab? Und Frank wieder back zu einem ganz stabilen, freshen Video. Morgen spielt Deutschland gegen Frankreich und dazu haben wir ein passendes SBB. Full Deutschland versus Full Frankreich. Gast heute ist Fabio. Was geht, Freunde? Ich bin wieder mit dabei. Ich freue mich hier. Auf wann spielen die denn einfach? Ist das ein Freundschaftsspiel oder wie? Ja, die spielen Samstag. Das Video kommt Freitag oder ist geplant, Freitag zu kommen. Und am Samstag spielen die meines Erachtens. Oh, okay, krass. Ja, wusste ich gar nicht. Ja. Deswegen das passende SBB dazu. Leute, wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo. Checkt auf jeden Fall auch gern Fabio aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich würde sogar sagen, wir machen sogar ein Like-Ziel. Kommt, Leute, 100 Likes und wir machen das zum nächsten Freundschaftsspiel wieder. Deutschland spielt ja dann noch gegen... Okay, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Alright, Leute, genug gequasselt. Ich würde sagen, ich halte das Board hoch. Hier stehen meine ersten zwei Spieler. Ich bin gespannt, ob ich jemanden treffe. Ja. Im Sturm habe ich richtig, richtig viele Möglichkeiten. Ich könnte teuer gehen mit Kylian Mbappé, Gino La oder sonst irgendwas. Ich habe aber gerade gesehen, ich habe noch den guten Gouvou Triple Threat hier am Start. Und den teste ich heute einfach mal. Mal sehen, was der so kann. Und im rechten Flügel werde ich einfach mit Olise gehen. Okay, nice. Ich habe Cantona und Dembélé aufgeschrieben. Dembélé wäre sogar da gewesen in der Goldversion. Ja. Den hätte ich sogar aufspielen können. Ja, ich wusste. Ja, ist immer so eine Sache auf jeden Fall, nicht? Gut, ich halt auch mal rein. Ich sag mal, ich glaube, der hier, den wirst du spielen und maybe den hier, aber der ist schwer. Ja, also ich habe im Sturm immer halt vom Verein technischen nicht so viel Auswahl, aber es kam eine coole Food Birthday Icon raus. Miroslav Klose, hätte ich mal Bock zu spielen mit 5 Stern Skill und anscheinend auch ein bisschen beweglich und auch ein bisschen Tempo. Also, na. Hoffentlich macht er den einen oder anderen Kopfball oder hoffentlich darf er besser gesagt auch spielen. Und im rechten Mittelfeld, ich muss sagen, es gab da echt nicht so viele Optionen. Ich glaube, Adeyemi, die Future Star Karte, kann gar nicht rechts Mittelfeld spielen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil ich habe die Karte nicht gefunden, auf jeden Fall, wo ich gesucht habe. Deswegen gehe ich hier mit Fabian Reese. Kein Sané, kein Gnabry. Fabian Reese aus der zweiten Liga. Der Mann hat ordentlich Tempo. Ja, das sollte reichen für einen Flügel. Da hast du safe nicht aufgeschrieben. Spielst du 4-3-3 oder was? Nee, 4-4-2. Ich habe Stürmer rechts Mittelfeld aufgeschrieben. Ah, okay, ja gut. Ich habe die 4-3-2 jetzt aufgeschrieben. Mit den zwei Zetteln. Es war ein bisschen im Vorhinein, ein bisschen durcheinander, ja, Freunde. Deswegen, verzeiht das ja. Du kannst uns noch deinen LM reinmachen. Ich glaube, der Kollege kann nämlich auch LM spielen. Okay. Dann machen wir das da formhalber nochmal so. Chris Führig im linken Mittelfeld, auch ja, Fantasy. Den hätte ich eh niemals aufgeschrieben. Reus Musiala hätte ich als ZOM, beziehungsweise für deine Außen. Und im Sturm tatsächlich Miroslav Klose. Ich habe ihn auch gesehen und ich wusste, dass du ihn spielen willst. Deswegen ist er aufgeschrieben und da kann ein schöner Bronzetorwart rein. Okay, Freunde, die Mittelfeldspieler, bei dir sind es 2 ZMs und bei mir sind es 3 ZMs. Ich bin mal gespannt, Bro. Yes. Also, eigentlich wollte ich einen anderen Weg machen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich mit ZDM spielen, aber habe mich dann doch spontan umentschieden. Ich würde gerne Nadine Kessler spielen und Stach auf der ZM-Position. Interessante Karten. So, also alles außer Miroslav Klose bisher sehr undercover bei dir, finde ich, aber trotzdem coole Karten. Ich bin mit Emre Can gegangen und Bastian Schweinsteiger, weil wir gestern Abend noch über den geredet hatten. Ich dachte, vielleicht spielst du ihn. Ich habe den doch noch verkauft, der ist nicht mehr im Verein. Ich hätte ihn sogar gespielt, wenn er im Verein wäre, aber ist er nicht mehr. Deswegen, nice. Ja, man muss ein bisschen undercover gehen, sage ich ehrlich, weil sonst habe ich keine Spieler. Bock nicht. Aber ich halte für dich hoch. Komm. Ich habe hier 3 Namen. Ja, du sagst es. Undercover ist ein gutes Stichwort. Ich werde auch ein bisschen den Undercover-Hasen machen, zumindest bei einigen Spielern. N'Golo Kanté Flashback ist mit am Start. Dann im rechten ZM, boah, ich habe echt sehr, sehr viel Auswahl. Ich glaube, diese Fantasy-Karten sind ein bisschen zu auffällig. Claude Maurice ist sehr auffällig, deswegen nehme ich Lemuel. Lemuel ist eine Future-Star-Karte. Und im Mittelfeld einen offensichtlichen, finde ich, kann man mal mitnehmen, kann man mal riskieren. Zinedine Zidane, Dynastie. Ah, okay, machst du gut. Ja, ich dachte jetzt nicht so, dass sowas kommt. Ich habe Abelie, Koundé und Makalele aufgeschrieben. Ja, 2 Icons, aber leider nicht das, was du spielst. Okidoki, Leute, Halbfinale. 1-0 für Fabio. Komm, ich halte das Board hoch. Okay, auf der linken Verteidigerposition habe ich die Auswahl zwischen 2 Karten. Ferland Mondi in Rot und Lizarazu, diese Fantasy-Karte. Und den habe ich noch nicht viel gespielt. 4 Spiele, im Gegensatz hat Mandy sogar 470. Deswegen testen wir den Lizarazu.
Links und rechts, da wird es jetzt interessant. Ich glaube, es gibt nämlich nicht so viele Special-Karten. Ich habe jetzt auch nur eine im Verein. Du wirst vielleicht sowas Richtung Boy oder so aufgeschrieben haben. Ich werde aber den hier nehmen. Asin Yong, auch Future-Star ist das. Okay. Ich wäre da eh nicht drauf gekommen. Ich habe Butcher und Theonandes aufgeschrieben. Ich dachte, vielleicht nimmst du diese offensichtlichen mäßig, aber anscheinend nicht. Geil, geil, geil. Und ich sag's dir, wie es ist, Bro, bei Deutschland könnte es gefährlich werden. Ich bin aber auch auf Risiko gegangen, muss ich sagen. Im Nachhinein hätte ich den vielleicht nicht aufschreiben sollen. Aber gut, ich halte rein. Ja, das Ding ist, es gibt eben halt ehrlich nicht sehr viele Optionen. Ich muss ganz kurz auf die rechte Seite erstmal gehen, weil links kann ich auf jeden Fall ein bisschen was spielen. Und ich spiele rechts die Frau, die Karl heißt, weil du die zu 100% nicht hast. Und links, die Sache ist, ich bin echt am Überlegen, Philipp Lahm zu spielen, ne? Philipp Lahm, Robert Gosens, heißt er, oder Robin Gosens, sorry, oder Kai Havertz. Sag ehrlich, das sind drei Karten. Ich glaube, Havertz, den hat man nicht so auf dem Zettel. Also da musst du echt ein Hund sein, wenn du Havertz aufgeschrieben hast. Ich ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ne, ich bin mit so eigentlich auch an der Cover-Tipps gegangen. Und zwar habe ich Kimmich rechts aufgeschrieben, das ist ja eigentlich Mittelfeld so. Und links Günther, weil der halt auch auf beiden Seiten spielen kann. Diese Footballs-Karte von ihm, aber leider nix. Alright, Leute, willkommen zum Finale. Ich würde sagen, halt du mal zuerst hoch. Ich will hoffen, dass ich mit meinen restlichen Spielern alle spielen kann. Ja, ich glaube, ich habe dich beim Torwart, Bro. Die anderen beiden eher nicht, aber den Torwart, den werde ich wohl haben. Sag ehrlich, beim Torwart habe ich mir auch wieder was Krankes überlegt. Ich sag so, ich bin weiter in Undercover gegangen. Jan-Aurel Bissek, krankes Talent, spielt bei Inter Mailand. Denn, Oberdorf, aber nicht die Frau, sondern der Bruder, Tim Oberdorf. Die Dynasties-Karte, wie auch immer. Und im Tor, sag ehrlich, ich wollte eigentlich Manuel Neuer spielen. Hab aber nochmal 30k investiert für einen Keeper aus der zweiten Liga aus Greuther Fürth, Jonas Obig 2003. Ja, den wirst du 100% nicht aufgeschrieben haben. Ah, ne, den habe ich wirklich nicht aufgeschrieben. Ich dachte, du spielst Kevin Trapp. Ich bin irgendwie der Meinung, irgendwer hatte den letztens mal gegen mich gespielt. Ich dachte sogar, das wärst du gewesen. Kevin Trapp, Jürgen Kohler und Niklas Süle. Sehr, sehr nice. Okay, hätte ich doch noch andere Karten spielen können. Aber ist cool. Somit habe ich ja fast ein volles Team. Ich hoffe, dass ich die auch noch irgendwann rauskegeln kann. Aber es ist bei Frankreich, man hat immer den Vorteil, ne? Da gibt es einfach so viele kranke Karten. Du sagst es, Bro. Allein wenn ich jetzt hier gerade das Innenverteidiger-Menü öffne, ich habe hier allein jetzt schon 7 Special-Karten, von denen ich mich jetzt für irgendwas entscheiden könnte. Und ich glaube, den hatte ich gezogen, deswegen teste ich den heute mal. Ist sogar, was ist der noch wert? 500k? Ne, okay, 250k. Konaté, Foot Fantasy, schreibt man, glaube ich, eher schwer auf. Dann wollte ich eigentlich Varane spielen, der ist aber ein bisschen offensichtlich. Und deswegen spiele ich einfach mal Renate, aber in der Feuervariante. Und im Tor hätte ich Hugo Lloris und Areola. Ich spiele Areola. Ja, hast mich auf die Bretter geschickt, Kimpembe, Blanc und Maignan. Ah, du hast ein volles Team. Ich so gut wie, aber it is what it is. Turbo Timo. Oh, Junge, fall doch hin! Einfach hinfallen, Elfmeter mitnehmen. N'Golo Kanté steckt den durch. Auf Govu und der hat Powerschuss plus. Ich geh trotzdem nicht. Obig! Zinedine Zidane, der hat auch immer noch Tempo. Zinedine. Das ist Quatsch, aber jetzt vielleicht. Nee, und den ist, macht der Olise. Sehr schön. Das ist toll, Digga. Ehrlich, was sind hier meine Augen, Mann? Gut gemacht. Das ist der Torwart, Digga. Jawoll, Torwart! Das ist. Oh mein Gott! Govu nimmt den direkt, Govu in den Winkel. Was sehe ich? Was macht Govu da? Geil, ist das krank. Alles gut. Führe ich, Junge! Timo. Torwart! Oh mein Gott! Raus da hinten, was macht Areola? Digga, er spielt so einen Müllpass. Nochmal Govu! Das ist so cheaten. Das Spiel macht gar keinen Sinn, Digga. Von irgendwo, Digga. Beige 3. Was? Diese Powerschüsse sind so geil. Ich liebe die. Krank. Boah, Renate kommt nicht dran. Mach die nicht. Mach doch Junge, du Pitch! Crazy, Digga. GG's. GG's. Ah, okay, Leute. Team steht. Boah, ich sag ehrlich. Ja, Timo Werner wäre schon schmerzhaft. Führe ich auch.
Kessler wäre auch doll. Havertz würde auch nicht so bocken, jemand als SBC-Karte, die Linksverteidiger spielen kann. Das ist eigentlich echt eine coole Karte. Aber ja. Du hast die 4-4-2, ne? Mhm. Okay. Ich hab mir nicht so wirklich einen Plan gemacht, vor allem nicht bei der 4-4-2, was man dann nimmt. Bei einem Pick kann man immer schön den Torwart oder so nehmen. Aber dann glaube ich, werde ich einfach mal random Picks machen. Ich gehe als allererstes auf den LM, also den linken Mittelfeldspieler. Und dann nehme ich noch den, entweder den Linksverteidiger oder den RM. Ne, ich nehme den RM noch. RM, machen wir. Ich sage so, Kai Havertz ist weg und Oberdorf. Oberdorf ist aber Kai Havertz, coole SBC-Karte. Ich mach die SBC, gar keinen Bock. Junge, dieser Govu, er schießt von irgendwo, Ball geht rein und so, macht alle gar keinen Sinn. Okidoki, Leute, ihr seht es, wir haben das SBC-Team, SBC-Team ready. Boah, ohne reden können und so. So, Oberdorf und Havertz sind weg. Ja, ich glaube mal so. Ich hoffe, dass Deutschland Real Life gewinnt, aber gegen Frankreich auf jeden Fall nicht einfach. Aber Leute, hat Bock gemacht. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall gern Fabio aus. Fabio hat die letzten Worte. Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat Bock gemacht und ja, lasst Liebe auf dem Video da. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao.